Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele die Hexe. Die wurde ja überarbeitet und puh, ja. Ich wollte eigentlich unbedingt mal sehen, wie das aussieht, wenn die Überlebenden die Fallen zerstören. Aber irgendwie spielt niemand die Hexe und deswegen muss ich ja die Hexe spielen. Was soll ich sagen? Keine andere Chance. Ich habe die Perks dabei, korrupte Intervention. Damit ich mir ein bisschen Zeit hier nehmen kann, um Fallen zu platzieren. Ach komm schon, ist das echt nur so ein Millimeter? Eine Sackgasse, um mir noch ein bisschen mehr Zeit zu erkaufen. Franklins, denn die Überlebenden hatten sehr viele Items dabei. Und naja, ich sag's wie es ist, es macht mit der Hexe unglaublich viel Spaß, die Items zu klauen. Hier mache ich mal noch eine schöne Falle hin. Mit der Hexe geht man nicht aktiv in die Jagd. Man geht nicht über los. Aber man verteilt sein Spinnennetz. Wo möchte ich die Falle denn haben? Ich möchte die hier im hohen Gras haben. So. Und dann können sie dann doch wohl mal hier auftauchen, oder? Ich habe die Aufgabe, Überlebende zu treffen mit meinem Grundangriff. Und zwar zwei verschiedene innerhalb von 60 Sekunden. Die sitzen das einfach aus, ne? Sitzen die einfach korrupt hier aus? Die Überlebenden so, nee, also ich sitze korrupt da einfach mal aus. Ah, ich höre einen Jen. Bing. So, und dann schwäpseln wir hier die Items. Uah. Dich muss ich treffen. 60 Sekunden sind gar nicht so kurz. Der hat aber ganz dolle geleckt. Das zählt gar nicht. So, wir gehen nicht aktiv in die Jagd. Da hatte ich keine Falle. Ich trete hier mal gegen den Jen und setze hier eine neue Falle hin. Hallo? Hallo? Was soll das denn? Hier eine Falle, danke. Das macht mich ja wütend. So, das war schon mal Nummer 1. Du hast dir deine Toolbox wieder gegönnt. Du, wir können hier gerne Paletten wegzimmern. Ich setze hier neue Fallen. Ich mache hier nochmal eine neue Falle hin, die war gut. Da vorne bei der Übersprungmöglichkeit, die ist auch immer super, wenn es denn funktioniert. Da sind, aber hier ist sie. Okay. Ich hätte gern angetäuscht. Ui. Die lösen die Fallen jetzt alle aus hier. Aber es reicht für meine Aufgabe, ist in Ordnung. Er läuft schon noch irgendwo hier rein. Er geht hoch. Oben habe ich keine Fallen. Genau, geh mal runter, da sind noch ein paar. Nicht aktiv in die Jagd gehen, ne? Da hatte ich doch eine hingesetzt. Oh, das wussten die, ne? Okay, gut. Nicht aktiv in die Jagd gehen. Hallo, David. So, und dann schnell rüber teleportieren. Geht nicht mehr. Die können die jetzt so wegwischen, ne? Und das ist eine neue Animation. Und ich würde die halt voll gerne sehen. Die sind an dem Gen da hinten.
Und ich muss neue Fallen setzen. Ich habe die rostigen Fesseln dabei. Das heißt, sie hören nicht, wenn sie Fallen auslösen. Das ist unglaublich gemein. Und gut. Gemein und gut. Aua. So. Irgendwann. Aha, Kombi-König. Genau, lauf mal da hier so lang. So. Die setze ich eben neu, weil die super gut ist. Und dann kommst du an den Haken. Der geht immer noch zurück, okay. So, dann hier und schnell teleportieren. Wo? In die Richtung. Aber in die Richtung möchte ich gar nicht. Das ist mir viel zu weit weg von allem. So, im hohen Gras springen einen auch gerne mal wilde Pokémon an. Okay, Kombi-König müsste jetzt eigentlich abgeschlossen sein, oder? Wenn wir dich nochmal treffen hier. So, ich weiß gar nicht, die waren hier jetzt überall, aber ich gehe mal brav wieder rüber zu ihm hier. Oh, da ist der Keller. Das machen wir. Das machen wir doch liebend gern. Du kommst aber auf den ersten Haken. Sonnenhaken gibt es eh nicht mehr. Da machen wir hier eine Falle hin. Das ist nämlich richtig frech. Und auf der Treppe kann ich auch Fallen platzieren, eigentlich. Nur ich nicht. Also Mann kann das, aber ich kann das nicht. So. Da hinten ist David wahrscheinlich wieder dran. Oh ja, die haben den Gen da gemacht. Und der Gen da vorne ist gesperrt. Okay, hier die Falle steht noch. Die Falle steht auch noch. Und dann setzen wir mal hier noch eine Falle hin. Zwei habe ich noch. Da waren Kratzspuren. Oh. Ja, wen teabagst du da? Das ist die Frage. Wen teabagst du? Moment. Der Keller ist dort. So. Und dann sind sie zu zweit hier. Dann machen wir hier nochmal eine Falle hin. In den Keller gegen die Hexe. Immer richtig, richtig gemein. So, was dann? Da ist niemand dran. Hier war jemand dran. Hallo, willst du mir mal dein hübsches Item geben? Ich glaube nicht. Ich glaube, er will das behalten. So. Und nun? Er weiß noch nicht, wie die Hexe funktioniert, ne? Upsa. Oh, hallo. Damit habe ich nicht gerechnet. Moment, ist schon einer tot? Moment, Moment, Moment. Das verstehe ich gerade nicht. Ah. Okay. So. Dann kommst du hier an den Haken. Und wie heißt der andere nochmal? Jonah ist hier. Der ist hier auch irgendwo.
Machen wir einmal hier eine Falle hin. Der ist hier irgendwo. Der ist gerade hier so nach rechts weggegangen. Da ist ein Rabe aufgeflogen. Oh, im Keller gerettet. Der ist echt in den Keller gegangen. Ich habe gar keinen Fallen mehr platziert im Keller. Anfängerfehler. Und sind alle raus? Das ist ja echt ein Anfängerfehler von mir gewesen. Ich habe keine Fallen mehr platziert im Keller. Jetzt gehen die da rüber. Hallo. Bup, bup. Und nun? Nee, ich slack jetzt nicht. Es war ja meine Schuld, dass ich da keine Fallen im Keller. Ich meine, wer macht sowas? Oh, ein Entscheidungsschlag. Das sieht man aber auch nicht so oft. Die Palette steht nicht mehr. So. Man sieht, Entscheidungsschlag. Puh, braucht man eigentlich nicht mehr mitnehmen. So, sie ist jetzt tot. Aber hier platziere ich eine Falle für den Gender hinten. Ich habe fast alle Fallen wieder zurück, ne? Puh, das ist nicht so gut. Hier muss ich eine Falle setzen. Ich hätte aus der Kellersituation so viel rausholen können. Ich bin so im Stress geraten, total bescheuert. Hallo. Zieh mal, genau. Dann ist das jetzt meine Palette. Da ist auch niemand dran. Okay, nicht aktiv in die Jagd gehen. War es eine Falle? War es eine Falle? Das war keine Falle. Da kann jemand keine Skillchecks. Nee, was war das? Da kann jemand keine Heilungsskillchecks. Ich verstehe, ich verstehe. Ich muss Fallen platzieren. Hallo. David möchte ich gerne. So. Okay. Und du hast auch nochmal ein Item. Wie wär's, wenn du das denn mal für mich hier liegen lässt? Schon ganz nett, oder? Trappen wir mal ab. Ja, geh mal ins Hauptgebäude. Machen wir hier nochmal. Er wartet am Fenster. Oh ja. Und dann machen wir hier nochmal eine Falle hin. Die Paletten sind hier alle schon weg. Ups. Hinter mir her. Rechts von mir. Mann, ey. Das war verwirrend. Ich höre ihn immer noch. Aber ich gehe mal hier rüber. Jetzt sind die richtig im Stress, ne? Moment. Hier eine Falle. Okay, 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 flink. Und wir gehen wieder in unseren Bereich. Sie ist nämlich außerhalb des Bereichs. Hier ist noch eine Falle, das ist sehr schön für mich. Dann machen wir hier nochmal eine Falle hin. Die haben sich hochgeheilt. Möchte ich nach oben? Ich mache mal hier oben nochmal eine. Hier irgendwie, so ganz random. Dann gehen wir an den Gender hinten. Hallo. Der ist auf Null. Dann soll sie mal gerne weggehen. Das interessiert mich nämlich nicht. Dann machen wir hier noch eine Falle hin. Dann habe ich nur noch eine übrig. Und die setze ich an den Gender hinten in der Ecke. Da habe ich einen Raben. Hat schon jemand aufgegeben und stellt sich nur irgendwo hin? Nee. Okay. So, und jetzt müssen wir nur warten, bis die kleinen Mäuse mir hier in meine Falle gehen. Er laggt massiv. Habt ihr das gesehen?
Okay. Ja. Brauche ich jetzt nicht jagen. Ich möchte hier in meinem Bereich bleiben. Da heult ein Hund. Okay. Ach, an dem Haken ist ja die andere Meg gestorben. Ich glaube, sie dachte, sie hätte schnell und leise. Bin mir nicht so sicher. Hier hat jemand dran gearbeitet. Wo ist er? Dort. So. Komm, teleportieren, teleportieren, teleportieren. Los, 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 geht nicht mehr. Er hat die Falle auf jeden Fall die Palette gezogen. Die Runde zieht sich echt in die Länge, ne? Ich hätte ihn besser weiterjagen sollen. Ich glaube, die haben Safecare dabei und heilen sich irgendwo noch in der Ecke. So. Komm her, Ladyboy. Ich habe hier hinten noch mal einen Haken für dich. Uff, ist aber echt weit weg, ne? Der hing im Keller bis in die zweite Phase. Teleportieren! Geht nicht mehr. Oh. Ärgerlich. Mach hier noch mal eine Falle hin. Dann gucke ich mal bei Ashek, ob die Luke da ist. Ich höre die Luke. Ja, da war er. Schade, wäre ich einfach ein bisschen in die andere Richtung gegangen, statt. Ich habe ja direkt bei der Luke noch eine Falle gesetzt, ne? Kalter Rückenschauer, wir schaffen das. Widerstandsfähigkeit. Was hatte ich gesagt, haben sie dabei? Selfcare, weil das so ewig gedauert hat alles. Nö. Aber irgendjemand wollte ich ja ein bisschen mit den Münzen rumspielen, ein bisschen an den Kisten rumöseln. Ja, war eine ziemlich lange und anstrengende Runde, aber wir haben es geschafft mit Das Beste kommt zum Schluss. Oh, ich habe gar nicht beachtet, wer meine Obsession ist. Das war nicht gut gespielt. Naja, aber Kombi-König haben wir gemacht. Und dann sage ich mal GG und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.